Herzlich willkommen, ich bin Jeanne vom Modelabel Lolia und ich zeige euch heute, wie ihr eine Koord erstellt. Hallo ihr Lieben! Ein Lolita-Outfit zu erstellen scheint für den Neuling gar nicht so einfach. Das ist nicht so, wie sich ein Alltagsoutfit zu erstellen, bei dem man eine Hose mit einem Oberteil kombiniert und dann schaut, dass die Jacke und die Schuhe dazugehören. Nein, da gehört noch etwas mehr dazu. Ein Lolita-Outfit wird immer nach einem gewissen Schema erstellt und damit ihr es einfacher habt, euer erstes Outfit zu erstellen, habe ich dieses Video gemacht, in dem ich euch einfach zeigen möchte, worauf ihr alles achten solltet. Lolita hat sehr viele Unterstile, die ich euch auch jetzt noch einmal einblende. Ich werde sie nicht einzeln erklären, dafür mache ich später noch Videos, wie ihr euch in dem einzelnen Stil kleidet. Heute ist ein allgemeines Video, aber damit ihr einen Überblick habt, wie unterschiedlich das Ganze ist, könnt ihr euch hier noch einmal umsehen. Für jeden dieser Stile gibt es unterschiedliche Merkmale. Es gibt beispielsweise Shiro, wo alles in weiß sein soll, Kuro, wo alles in schwarz sein soll. Es gibt Sweet, wo sehr viel Pastellfarben dabei sind oder natürlich Gothic, wo alles hauptsächlich sehr dunkel mit schwarz kombiniert wird. Das heißt, schon bei der Wahl eures Stiles wisst ihr sehr viel darüber, wie euer Outfit im Nachgang gestaltet werden soll. Vermutlich wird die Farbe, die ihr kombinieren müsst, dadurch entscheidet, welches Kleid oder welchen Rock ihr euch ausgesucht habt. Bei den Farben gibt es natürlich warme oder kalte Farben, es gibt helle oder dunkle Farben und es gibt pastellige oder sehr kräftige Farben. Wie ihr in diesen beiden Beispielen bei mir schon seht, habe ich die Farben Schwarz und Blau mit ein bisschen Violett und hier drüben haben wir Weiß, Rosa und Rot. Demzufolge müsst ihr euer ganzes Outfit dann auch danach aufbauen. Das heißt, alle Farben, die ihr benutzt, sollten in diesem Spektrum vorkommen oder es ergänzen und nicht dagegen arbeiten. Mein Tipp sowieso für euch, das ganz helle, also weiß, und das ganz dunkle, also schwarz, in Strümpfen, Schuhen und anderen Accessoires wiederfinden zu lassen, denn das ist ein einfacher Farbton zum Finden als ein perfektes Rosa und ein perfektes Rot. Weiterer Vorteil dabei ist, dass ihr diese Accessoires und diese Blusen, diese Strümpfe und Schuhe natürlich bei vielen anderen wieder benutzen könnt, denn schwarz und weiß kann man sehr einfach wieder kombinieren. Neben den richtigen Farben gibt es noch die Schmuckfarben. Bronze, Silber und Gold. Bei Gold gibt es natürlich noch Rosengold und andere, aber im Prinzip sind es die drei Sachen, von denen ich euch rate, euch eine auszusuchen. Wenn ihr also mit Gold anfangt, dann geht mit Gold weiter. Wenn ihr mit Silber anfangt, dann geht damit weiter. Dann habt ihr natürlich auf vielen Kleidungsstücken auch bestimmte Prints mit bestimmten Mustern oder Motiven drauf. Diese helfen euch ebenfalls weiter euer Outfit zu kombinieren. In meinem Fall ist es natürlich das Galaxy-Motiv, was sich bei meinen ganzen Accessoires auch widerspiegelt. Sowohl in den Ringen als auch Armbändern, Schleifen, in meiner Kette und auch meine Tasche ist passend dazu ausgewählt. Kurze Werbung an dieser Stelle. Meine Kette und Tasche habe ich von der super tollen Lily Bird, die super süße Axolotl-Accessoires hat. Die Kette ist eigentlich nur die Umrandung. Das Innere habe ich selber gemacht, aber so passt sie perfekt auch zur Tasche. Also wie ihr seht, könnt ihr natürlich auch viele süße Accessoires bei Künstlern aus der Anime- und Manga-Szene finden, die sich auch super gut kombinieren lassen mit Lolita-Outfits. Bei meiner Nachbarin hier seht ihr natürlich, dass sie rosa hat und dass da Kirschen dabei sind. Ich habe in diesem Fall nicht mit Kirschen dekoriert, weil ich, um ehrlich zu sein, gerade keine Kirschen zur Hand habe. Aber das kann euch ja auch so gehen. Also, wenn ihr das nicht habt oder euch nichts Neues besorgen wollt, dann schaut einfach, was ihr sonst so machen könnt. Wir haben eine rosane Kette und noch eine zweite rosane Kette. Wir haben natürlich eine weiße Bluse, die zu dem Weiß auf dem Kleid passt und kleine Schleifen aus demselben Stoff. Manche Dinge habt ihr, manche Dinge kann man direkt passend dazu kaufen. Ansonsten muss man kreativ werden oder eben auch mit Accessoires anfangen, die nicht perfekt sind, aber die ein wunderschönes Ergebnis trotzdem machen. Jetzt gehen wir noch einmal auf das Lolita-Outfit allgemein ein. Das Allerwichtigste für euch, wenn euer Kleid, was ihr tragt, keine Ärmel habt oder ihr einen Rock tragt, dann nehmt eine Bluse dazu. Euer Rock oder euer Kleid sollten mindestens knielang sein. Es gibt aber auch Röcke oder Kleider, die bis zu den unteren Waden oder sogar bis zum Boden reichen. Ein Kleid mit langen oder kurzen Armen nennt man im Übrigen ein One Piece oder auch OP. Ein Kleid mit nur Trägern nennt man ein Jumper Skirt, JSK. Eine noch verbreitetere Variante bei einem Kleid ist eine Unterbrustkleid. Dabei gibt es Träger und das Kleid beginnt aber erst die Form zu schließen unter den Brüsten.
Sehr wichtiges Element natürlich, unter eurem Rock oder eurem Kleid muss definitiv ein Petticoat sein. Diese gibt es in unterschiedlichen Formen, in der A-Linie, in der Glocke oder in der Cupcake-Form. Und natürlich kann man die Petticoats untereinander auch variieren und kombinieren, um somit beispielsweise eine noch puffigere Form zu bekommen. Wie das Ganze wirken soll, liegt an euch. Ob ihr jetzt einen sehr gebauschten Rock haben wollt oder ein bisschen dezenter, das könnt ihr euch wirklich selbst überlegen. Aber je nachdem, wie ihr das Ganze macht, wirkt das Outfit dann schon wieder ganz anders. Beim Petticoat gilt natürlich, er darf nicht weiter sein als das Kleid, was ihr darüber tragt, sonst gibt es eine ganz komische Form, und er darf auch nicht länger sein als das Kleid, was ihr tragt. Deswegen könnt ihr, wenn euer Rock oder euer Kleid zu kurz ist, euch noch einen Unterrock dazu kaufen. Ein Unterrock ist im Prinzip ein normaler, schlichter Rock im Lolita-Bereich, der einfach ein bisschen länger ist, aber aus normalem Stoff, den man über den Petticoat trägt, und über diesen Unterrock kommt dann euer richtiger Rock oder euer Kleid. Und da der Unterrock natürlich ein bisschen länger ist, werden trotzdem eure Knie verdeckt sein. Und der Petticoat wird nicht rausschauen und ihr werdet generell eine schöne Form haben. Auch hierbei empfiehlt sich natürlich, in Weiß oder Schwarz vielleicht einen Unterrock zu kaufen, damit ihr das wieder schön kombinieren könnt. Unter jedes Lolita-Outfit gehören auch Blumer. Blumer sind Pumphosen bzw. lange Unterhosen, die ihr einfach unter dem Petticoat tragt. Die können eventuell noch mehr Puff garantieren oder euch auf jeden Fall vor ungewollten Blicken schützen. Bezüglich Form ist der nächste Punkt die Taille. Der Punkt an eurem Körper, an dem das Kleid am engsten ist, bestimmt die Taillenform. Die Trapezform, die Empire-Form, die High-Waist, die Natural-Waist und die Low-Waist. Ihr habt an diesen Bildern auch schon gesehen, dass das Kleid ganz anders aussieht, wenn die Taille an einer anderen Stelle ist. Prinzipiell gibt es keine Regeln davon, bei welchem Stil welche Taillenform genutzt wird, aber so seht ihr einmal, was alles möglich ist und was ihr alles kombinieren könnt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es eine schmale Stelle an eurem Körper gibt und ab diesen geht es alles schön weit durch den Petticoat. Jetzt kommen wir einmal zu den verschiedenen Ausschnittvarianten. Hier gibt es natürlich einmal den eckigen Ausschnitt, den runden und auch gern den Herzausschnitt. Bei den Krägen gibt es den Umlegekragen, den Bubikragen, den Stehkragen oder auch den Matrosenkragen. Auch bei den Kleidern mit Ärmeln gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Diese sind immer aus der Historie inspiriert und deswegen sehr unterschiedlich. Es gibt angeschnittene Ärmel, Volantärmel, Manschettenärmel, verschiedene Formen von Glockenärmeln und gern auch Bischofsärmel. Von ganz oben nach ganz unten. Jetzt geht's um die Schuhe. Zwar hat man in der viktorianischen und auch in anderen Zeiten eher spitze Formen getragen, bei Lolita ist es aber eher üblich, vorne eine runde Form zu haben beim Schuh. Diese können mit Absatz, ohne oder sogar mit Plateau sein. Wichtig ist dabei nur einfach, keinen Pfennigabsatz zu haben. Dekoriert sind diese oft mit Riemchen oder Schleifchen, Sternen oder anderen niedlichen Dingen. In der kälteren Zeit für euch ein Tipp, fast alle Stiefelformen sind auch möglich für Lolita. Da gibt es ja auch sehr selten einen Pfennigabsatz. Wie in meinem Einsteigervideo erklärt, empfehle ich euch lieber normale Schuhhändler aufzusuchen, weil ihr da die Chance habt, dass eure Sachen viel länger halten. Jetzt mal zu dem Bereich zwischen den Schuhen und dem Rock. Hier könnt ihr ganz simpel eine Strumpfhose nehmen, lieber eine etwas bedecktere, aber dafür gerne mit kräftigen Farben oder Mustern, eben je nachdem passend zu eurem Outfit. Auch sehr beliebt sind Overknees, aber da ist beim Kaufen oft schwer, welche zu finden, die nicht rutschen oder die, wenn man groß ist, nicht hoch genug gehen oder die, wenn man eben nicht die allerschlankeste ist, wo man überhaupt reinkommt. Deswegen am einfachsten für den Anfang, denke ich, ist eine Strumpfhose, aber Overknees sind natürlich sehr beliebt und sehr schön und die gibt es auch in allen möglichen Mustern. Und wie schon erwähnt, wenn es heiß ist und im Sommer, da könnt ihr gerne auch niedliche kleine Knöchelsöckchen tragen, die mit Spitze dekoriert sind. Jetzt zum nächsten großen Thema, der Schmuck. Ich zähle euch einfach mal ein paar Beispiele auf, was ihr alles so machen könnt, um euer Haupt zu schmücken. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Hüte. Ich bevorzuge, wie ihr wisst, meine lieben Barretts, aber es gibt natürlich auch Matrosenhüte zu Sailor Lolita. Es gibt Mini-Zylinder oder Mini-Hüte. Oder generell auch einfach Boaterheads, also Seemannshüte, die sehr schön zu Country oder auch zu Sailor Lolita passen. Und im Bereich Dandy Kodona OG gibt es natürlich auch Zylinder, die aber auch so sehr schön zu Gothic oder Steampunk Outfits passen.
Wer es opulent mag, darf sein Haupt natürlich auch gerne mit Tiaras oder Kronen schmücken. Auch sehr beliebt sind Bonnets. Diese kann man auch sehr schön mit weiteren Accessoires beschmücken, da sie ja eine sehr schöne breite Form dafür bieten. In der letzten Zeit auch sehr im Kommen sind Halos und Spikes. Und ein echter Klassiker sind natürlich jede Art von Schleifchen und Blümchen. Diese kann man zu allen anderen Haaraccessoires natürlich beliebig dazu addieren. Oft besteht ein Outfit auch einfach nur aus einem Haarreifen oder aus Spangen, die, wie eben schon beschrieben, sehr unterschiedlich dekoriert werden und aufgehübscht werden mit allem, was ihr so finden könnt, was zu eurem Outfit passt. Aber gerne, beispielsweise im Classic-Bereich, könnt ihr es auch einfach und schlicht halten. Somit könnt ihr auch Haarbänder benutzen, die ihr sowohl glatt als auch mit Rüschen benutzen könnt. Auch nicht verschweigen möchte ich natürlich die Form, einen Schleier zu benutzen. Das muss kein Brautoutfit sein, aber auch Schleier kann man mit anderen Accessoires dekorieren und sie bilden einfach ein sehr schönes Ensemble. Generell könnt ihr bei der Gestaltung eures Headpiece wirklich sehr kreativ sein. Ihr könnt mit Spangen oder Haarnadeln alles Mögliche in euer Haar bringen. Ihr solltet dabei immer darauf achten, dass es zu eurem Print passt und somit könnt ihr sogar Kuscheltiere, nachgemachte Süßigkeiten, Blumen, Pflanzen und alles Mögliche nehmen. Seid einfach kreativ, schaut euch ein bisschen um, probiert aus. Ihr werdet sicher immer besser darin, euer Headpiece zu gestalten. Bei dem restlichen Kopfschmuck geht es wie sonst immer. Es gibt natürlich Ohrringe, die ihr benutzen könnt, Choker oder auch Halsketten. Und gerade bei den Ketten könnt ihr gerne, wie ihr hier seht, noch mehr nehmen. Passend zum Hals- und Kopfschmuck kommt natürlich auch noch der Schmuck an euren Händen. An den Armen könnt ihr gerne Armbänder oder auch Wristcuffs benutzen. Das ist vor allem sehr beliebt, wenn ihr keine langen Ärmel habt, da ihr dadurch eure Hände noch ein bisschen mehr dekorieren könnt. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, so viele Ringe und Armbänder zu benutzen, wie ihr nur möchtet. Dekoriert es einfach so, wie ihr euch wohlfühlt und in dem Fall ist manchmal auch mehr. Auch hierbei gilt, entweder ihr sucht sie perfekt zum Motiv, wie beispielsweise hier Kirschen, oder ihr nehmt was Allgemeines wie einen blauen Stern. Den könnt ihr dann auch wieder verwenden bei anderen Outfits, wo das auch wieder gut passt. Je allgemeiner ihr eure ersten Teile also aussucht, desto einfacher habt ihr es, sie wieder zu verwenden und bei anderen Outfits zu benutzen. Im Laufe der Zeit werdet ihr genügend individuelle Sachen dann noch sammeln, die nur zu einem Stück passen und es einfach noch mehr auftoppen. Aber gerade am Anfang, denke ich, ist es wichtig, lieber ein paar Basics zu haben, die ihr oft verwenden könnt. Ein sehr wichtiges Accessoire ist natürlich auch eure Tasche. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Galaxy Axolotl Tasche gefunden habe, weil sie einfach super zu meinen Galaxy Outfits passt. Andere wollen vielleicht eher Herzen haben oder Sterne, Violinen, Fledermäuse, Wolken oder anderes. Natürlich passt aber auch einfach nur eine schöne Tasche in einer passenden Farbe zu euch. Schaut auch dabei wieder, was auf eurem Print zu finden ist und was am besten dazu passt. Weitere Accessoires, die gerne zu Lolita-Outfits getragen werden, sind zum Beispiel auch Schirme, Stäbe, Gehstöcke, Plüschtiere, Fächer oder auch Körbe. Schaut bei den Accessoires, die ihr dazu nehmt, einfach, was gut zu eurem Motiv passt, was ihr tragt oder eben auch zum Stil. Somit passen Körbe zum Beispiel super zu Country-Lolita, Stäbe vielleicht eher zu Dandy und Godona und Orgy, Plüschtiere natürlich gerne zu Sweet, Schirme und Fächer könnt ihr natürlich individuell gestalten zu jedem Lolita-Stil, die kann man ja auch passend abändern. Nun einmal zu den Haaren. Es gibt keine direkten Vorschriften, was man als Lolita für eine Frisur haben kann oder nicht. Theoretisch könnt ihr da alles wählen, was zu euch passt. Aber ich möchte euch einfach ein paar übliche Frisuren nennen, die euch vielleicht den Einstieg erleichtern. Wichtig ist einfach nur, dass ihr euch auch Mühe gebt, eure Haare hübsch zu stylen. Und wenn nicht, gibt's immer noch ein Barett für den Bad Hair Day. Sehr beliebt sind zum Beispiel gerade Pony. Ob eure Haare glatt, gelockt oder mit Korkenzieherlocken sind, alles ist sehr oft vertreten. Ebenfalls könnt ihr eure Haare auch zu einfachen oder komplizierten Zöpfen oder Hochsteckfrisuren frisieren. Manchmal will man es auch sehr dezent, glatte, lange, offene Haare, aber oft wird sehr viel Voluminöses gemacht. Probiert euch einfach aus, versucht mit einem Stil zu starten, den ihr gut findet. Es findet sich immer eine hübsche Frisur zum Outfit. Auch beim Make-up kann ich euch leider keine direkte Linie geben, denn es ist ja auch noch ein Modestil, das heißt, man macht, was einem gefällt. Als Tipp für den Anfang einfach nur, macht es lieber etwas dezenter, nicht zu aufregend und bunt. Das kommt natürlich auch vor, aber es ist vielleicht für den Anfang ein bisschen schwierig herauszufinden, was passt zu Lolita. Und was wäre vielleicht eher ein Drag Queen Outfit? Noch einmal am Schluss das Wichtigste, um euer Outfit zu erstellen.
Sucht euch zuerst entweder einen Stil oder ein Kleid aus, in das ihr euch verliebt habt. Wenn ihr euch zuerst für einen Stil entschieden habt, dann schaut, welche Farbvariationen es dort gibt und vielleicht welche Motive man nehmen kann. Und wenn ihr euch zuerst entschieden habt für ein bestimmtes Kleid, dann schaut, zu welchem Stil könnte es passen. Denn es gibt nicht nur einen Stil, zu dem das Kleid passen könnte. Und dann geht dort weiter mit Farben und Formen. Schaut einfach, dass ihr nicht zu freizügig rumlauft und dass die Sachen, die ihr kombiniert, die Silhouette, die ihr haben wollt, schön unterstützt. Sucht den passenden Petticoat für euer Outfit und schaut, dass es auch nicht darunter vorscheint. Sucht passende Schuhe und Taschen zu dem Outfit und schaut, welche Accessoires ihr benutzt, um euer Outfit zu komplimentieren. Jetzt bin ich aber neugierig. Mit welchem Stil würdet ihr gerne starten? Schreibt mir bitte in die Kommentare, welchen Stil ihr am liebsten ausprobieren wollt. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch dabei geholfen, eure erste Co-Art zu erstellen. Und als nächstes könnt ihr euch auch freuen auf Videos, wo ich die einzelnen Stile vorstelle. Vielleicht gibt es da noch ein paar weitere Tipps für euch. Also ich sage erstmal, bis bald! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch nicht genug habt, dann schaut hier doch mal vorbei.